ehemalige Drogenabhängige Angelika Weinrich ist angeklagt, in ihrer Wohnung Heroin und Ecstasy aufbewahrt zu haben. Ihr 12-jähriger Sohn Sebastian schluckte die Drogen, wurde nach einiger Zeit allerdings wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Was kann der 14-jährige Bruder des Opfers dazu sagen? Ist Angelika Weinrich wirklich schuld am Zusammenbruch ihres Kindes? Frau Weinrich, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz und fahrlässiger Körperverletzung. Die Anklage vertritt Herr Staatsanwalt Kirgitaze. Ihr Verteidiger ist Frau Rechtsanwältin Lang. Sie nehmen bitte mal in der Mitte Platz. Frau Weinrich, zu Ihren Personalien zunächst mal. Sie heißen Angelika Weinrich. Am 22. Februar 1970 in Memmingen geboren. Ja. Sie leben auch nach wie vor in Memmingen? Ja. Stimmt. Sie sind geschieden. Mhm. Sie haben zwei Söhne. Ja. Die leben aber bei ihrem früheren Mann. So ist es. Was machen Sie beruflich? Ich bin Filialleiterin in einem Backshop. Was verdienen Sie dann netto im Monat? So? Circa 1400 Euro. Das Kindergeld kriegt natürlich Ihr Mann, wenn die Kinder bei ihm sind. Also davon leben Sie. Vorstrafe haben Sie auch, zu der Vorstrafe kommen wir gegebenenfalls später. Die Anklage bitte, Herr Staatsanwalt. Hohes Gericht, die Staatsanwaltschaft legt der Angeklagten aufgrund ihrer Ermittlungen folgenden Sachverhalt zur Last. Die Angeklagte war am 30. April 2002, wie sie wusste, unerlaubt im Besitz von 1 Gramm Heroin, 18 Ecstasy-Tabletten mit einem Gesamtwirkstoffgehalt von etwa 490 Milligramm MDMA. Das Rauschgift hatte die Angeklagte in einer Dose in ihrer Küche aufbewahrt. Am selben Tag waren die beiden Söhne der Angeklagten alleine bei ihr zu Hause. Die Kinder entdeckten diese Dose mit dem Rauschgift und hielten die Ecstasy-Tabletten für Bonbons. Der in den Tabletten enthaltene Wirkstoff MDMA löste bei dem Kind zerebrale Krampfanfälle aus und führte schließlich zur Bewusstlosigkeit. Die Angeklagte wird daher des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie der fahrlässigen Körperverletzung beschuldigt. Strafbar gemäß den Paragraphen 223 Absatz 1, 229, 230, 13, 53 Strafgesetzbuch und Paragraph 29 Absatz 1 Nummer 3 Betäubungsmittelgesetz. Danke, Herr Staatsanwalt. Frau Verteidigerin, macht Ihr Mandant den Angaben zu den Vorwürfen? Ja. Wie sehen Sie die Sache? Ich habe mit dem Stoff nichts zu tun. Seit meiner letzten Therapie habe ich kein Age mehr angerührt, das schwöre ich Ihnen. Und auch mit sonstigen Drogen habe ich nichts zu tun. Auch als ich früher drauf war, hätte ich es niemals zugelassen, dass meine Kinder mit Drogen in Berührung kommen. Diese Dose, gehört die Ihnen? Nein, die habe ich das erste Mal gesehen, als der Polizist sie mir unter die Nase gehalten hat. Die Dose war im Küchenschrank Ihrer Küche. Haben Sie eine Erklärung dafür, wie sie da hingekommen ist? Ich kann mir nur vorstellen, dass es mein Ex-Mann war. Der will mich fertig machen, weil ich das Sorgerecht für meine Kinder haben möchte. Hatten Sie mit Ihrem Mann Streit wegen der Kinder, wegen Sorgerecht? Ja, öfter. Er wollte nicht, dass ich die Jungs sehe. Aber an diesem Abend, es war der 29. April, hat er es erlaubt, dass meine beiden Söhne Kevin und Sebastian bei mir übernachten. Also zunächst gab es da Streit, aber am 29. dürften die bei Ihnen bleiben. Haben Sie eine Erklärung, warum es gerade an dem Tag möglich war? Ich war selbst erstaunt drüber. Aber er hat sogar vorgeschlagen, dass die Kleinen bei mir eine Woche wohnen dürfen. Sie sollten danach selber entscheiden, zu wem sie wollen. Seit wann hatten Sie denn eigentlich erstmals Kontakt mit Drogen? Ich war 15, als ich erstmals angefangen habe, rum zu experimentieren. Mit 16 habe ich dann angefangen zu drücken. Und wann haben Sie damit aufgehört zu konsumieren? Mehrmals. Ich wollte mehrmals damit aufhören. Ich war auch in einigen Therapien. Und nach den Therapien haben Sie trotzdem wieder angefangen und auch Ecstasy genommen? Nein, ich habe nicht wieder angefangen. Auch jetzt würde ich es niemals tun. Wissen Sie, irgendwie kann ich Ihnen das nicht ganz glauben. Also die Tatsache, dass wir in Ihrer Wohnung nicht nur eine Art Rauschgift, sondern Heroin, Ecstasy gefunden haben, dass Sie mehrfach Therapien abgebrochen haben, also das spricht doch eigentlich Bände. Vielleicht wäre es nicht doch besser, wenn Sie zugeben, dass Sie wieder angefangen haben. Ich habe nicht wieder angefangen und mit dem Dealen habe ich auch nichts zu tun. Und Herr Staatsanwalt, zu Ihrer Information, ja, vielleicht sollten Sie jetzt mal die Akten besser lesen. Im Rahmen mehrerer Drogentests, die die Angeklagte machen muss wegen der Bewährungsauflage, ist niemals festgestellt worden, dass sie noch Drogen konsumiert. Also die waren immer negativ. Offensichtlich verteidigen Sie nicht oft in Drogendelikten, sonst würden Sie wissen, wie die Probanden in der Lage sind, diese Tests zu absolvieren und welche Tricks angewendet werden. Wir wollen nicht wieder das Ganze in einem Talk oder einer Diskussion hier ausufern lassen. Also Sie stehen ja auch unter offener Bewährung nach wie vor. Ja. Jetzt wurden allerdings bei Ihnen auch nicht nur diese Dose und diese Ecstasy-Tabletten gefunden und
das Heroin hier, sondern auch noch Spritzen und Kanülen. Wissen Sie auch nicht, woher das ist? Nein. Ist nicht Ihres? Nein, das gehört mir nicht. War alles in der Dose. Na gut, wenn keine Fragen mehr sind an die Angeklagte, dann treten wir die Beweisaufnahme ein. Den Herrn Weinrich bitte und Sie nehmen da drüben Platz. Zeuge Weinrich, bitte. Herr Weinrich, nehmen Sie bitte hier Platz. Sie sollen ja als Zeuge aussagen. Sie sind allerdings der geschiedene Ehemann der Angeklagten, haben als solcher nach wie vor ein Zeugnisverweigerungsrecht. Ich möchte aussagen, deshalb bin ich gekommen. Und wenn Sie aussagen, dann muss es bei jedem anderen Zeugen auch die Wahrheit sein. Sie sind klar. Ihr Personal zunächst. Sie heißen Steffen Weinrich, Sie sind 33 Jahre alt, Sie leben in Memmingen. Jawohl. Vom Beruf Maler-Tapezierer steht hier, stimmt das? Ja. Ja, erzählen Sie uns mal, was Sie über diesen Tag sagen können. Montagabend, den 29. April, da habe ich unsere Kinder, das heißt den Kevin und den Basti, bei Angie vorbeigefahren. Das war so abgesprochen. Denn wir hatten verabredet, dass die Jungs eine Woche bei Angie mal zusammen wohnen, damit sie rausfinden, was sie für eine Mutter haben. Das war ja klar, dass das in die Hose geht. Da lässt sie da die Drogen liegen. Soll ich dir was sagen? Du hast mir die Drogen untergejubelt, damit du das Sorgerecht bekommst. Herr Weinrich, Sie haben die Söhne an diesem Montagabend bei Ihrer Frau abgegeben? Ja. Ja? Was ist dann weiter passiert? Ja, also am Dienstagmittag, da rief mich der Kevin dann völlig aufgelöst und fix und fertig an und war außer sich und konnte nur noch sagen, dass sie irgendeine Dose in der Wohnung von meiner Ex-Frau in der Küchenschublade gefunden haben. Da waren Pillen drin und der Basti hat dann eine von oder mehrere von diesen Pillen gegessen. Wie spät war denn das? Wann war das ungefähr? Ja, das war 2:30 wird das gewesen sein. Ich bin sofort hingefahren und kaum bin ich bei meiner Ex-Frau in der Wohnung. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Da liegt mein Sohn Sebastian auf dem Boden, regungslos, bewusstlos. Und daneben eine Dose lauter Pillen von Ecstasy und noch so ein Briefchen Heroin. Bin dann sofort ins Krankenhaus mit den Jungs gefahren und danach zur Polizei und habe meine Ex-Frau angezeigt. Sie selber hatten nie was mit Drogen? Ich habe mit Drogen überhaupt nichts zu tun gehabt. Wie sieht's denn aus? Halten Sie Ihre Ex-Frau für drogenkrank? Ja, natürlich, das sieht man doch. Aber dann erklären Sie mir bitte eins. Wenn Sie glauben, dass sie immer noch drogenabhängig ist, warum lassen Sie dann Ihre Kinder eine Woche oder wollten eine Woche bei Ihrer Ex-Frau übernachten lassen? Ja, ich war auch anfangs dagegen. Ja, dann habe ich gedacht, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn die Jungs mal sehen, was sie für eine Mutter haben. Wissen Sie, auf dieser Dose, die man gefunden hat, da befanden sich nur Fingerabdrücke von Ihren beiden Kindern drauf. Wie können Sie sich denn das erklären? Von Ihrer Frau nämlich nicht. Ich? Wieso soll ich mir das erklären? Wir wissen doch alle, wie gerissen und clever Junkies sind. Die wird die abgewischt Junkies? Haben. Junkies ziehen sich erst Handschuhe an, um an ihren Stoff zu kommen? Was wollen Sie mir denn erzählen? Ich sage Ihnen jetzt mal was ganz anderes. Wissen Sie, wie es war? Sie haben Ihrer Frau diese Dose untergeschoben, haben Ihre Fingerabdrücke abgewischt, in der Wohnung aufbewahrt, damit Sie das Sorgerecht bekommen. So schaut's nämlich aus. Das lasse ich mir nicht anhängen. Diese Frau wird niemals das Sorgerecht kriegen. Und dann sage ich Ihnen noch was. Ihre Ex-Frau hat nachweislich seit Monaten keine Drogen mehr konsumiert. Irgendwas kann da nicht stimmen. Was soll sie dann mit dem Stoff in ihrer Wohnung? Was fragen Sie mich das? Noch Fragen an den Zeugen? Keine. Keine Fragen, bleibt als Angehöriger 61-2 StPO unbeeidigt. Nehmen Sie mal da hinten Platz. Als nächstes den Kevin Weinrich, bitte. Kevin, extra einen Stuhl für dich. Warst noch nie vor dem Gericht wahrscheinlich, oder? Ist aber nicht so schlimm. Deine Mama sitzt da, ja? Mhm. Es geht heute auch um deine Mama. Und deswegen musst du selber gar nicht hier aussagen, wenn du nicht magst. Kannst einfach sagen, ob du willst oder nicht. Ja? Ich will aber aussagen. Ja? Also, dann schauen wir erstmal. Du heißt ja Kevin mit Vornamen und Weinrich mit Nachnamen. Ja? Und du wohnst bei deinem Papa in Memmingen. Und mit meinem Bruder Basti. In welche Schule gehst du? In die Erich-Kästner-Schule. Wie oft seht denn ihr, der Basti und du, eure Mama? Einmal im Monat oder so. Mhm.
Jetzt gab es aber mal die Idee, dass ihr eine Woche bei der Mutter wohnt. Ja? Von wem kam denn die Idee? Die Mama wollte, dass ich und Basti zu ihr ziehen. Dann hat der Papa gesagt, wir sollen ausprobieren, wie das ist. Mhm. Wann hat denn der Papa euch zur Mama gebracht? Am Montagabend um 6. Genau. Und was habt ihr dann gemacht? Dann der Papa ist gleich wieder weg. Die Mama, ich und der Basti haben noch was gegessen und Quiz gespielt. Und dann vor dem Einschlafen hat uns die Mama noch Harry Potter vorgelesen. Und am nächsten Tag habt ihr Schule gehabt? Ja, die Mama hat uns hingebracht. Mhm. Hat sie euch auch abgeholt? Nein, sie war in der Arbeit. Sie hat mir einen Schlüssel für die Wohnung gegeben, dass wir hineinkommen. Also ihr seid nach der Schule selber in die Wohnung gegangen von der Mama. Was habt ihr denn da gemacht? Die Mama hat noch uns was zu essen auf den Herd gestellt. Ich habe es für Basti und mich warm gemacht. Ich habe zu Basti gesagt, er soll mir Salz holen. Er hat halt alle Dosen aus den Küchenschubladen getan. Und dann hat er halt eine Dose mit Bonbons gefunden. Und dann hat der Basti auch davon gegessen. Mhm. War das die Dose? Ja. Und was war da alles drin? Solche Bonbons? Mhm. Mhm. Und noch so ein Pulver auch, hm? Ja. Ja. Und hat er welche gegessen von den Bonbons? Und was ist dann passiert? Ja, erstmal nichts, aber dann ist dem Basti ganz schlecht geworden. Er hat total rumgeschrien und ist rumgehüpft. Und er hat immer so geschaut mit seinen Augen. Und als er sich beruhigt hat, hat er angefangen zu weinen und ist auf den Boden gefallen. Dann hat er nichts mehr gemacht, außer ab und zu mal gezuckt. Ich habe dann solche Angst um den Basti bekommen, dass ich gleich die Mama angerufen habe. Die war aber nicht da. Dann habe ich es gleich nochmal beim Papa versucht. Ich habe gesagt, er soll sofort kommen. Und wann ist er denn gekommen? So kurz nach 3. Aha, weißt du sicher? Genau. Kurz nach 3, weil um 3 sind wir von der Schule gekommen, weil da habe ich den Fernseher gemacht und da lief tierisch was los. Und das kommt immer um 3. Das kommt um 3. Sie haben Anzeige erstattet bei der Polizei. Um 14.10 Uhr haben Sie gesagt, Sie hätten Hinweise, dass Ihre Frau Betäubungsmittel im Haus hat. Ja, richtig. Das war ja auch so. Das sind ja die Drogen. Ja, aber um 14.10 Uhr wussten Sie ja noch nichts, wenn der Kevin Sie erst später angerufen hat, oder? Sie können doch einem Kind nicht glauben, der Kevin verwechselt da was. Der ist doch erst... Hast du eine Idee vielleicht, wer da diese Dose in den Küchenschrank gestellt hat? Ja, natürlich, die Mama hat das... Jetzt halten Sie Kevin, mal sag den bitte Hand. Die Wahrheit. Kevin, hör, da bedrückt dich irgendwie was. Naja, das war ich. Weil der was? Das warst du? Ja, weil wenn ich das nicht für den Papa gemacht hätte, dann hätte ich nicht mehr zum Karate dürfen. Das heißt, die Dose hat dir der Papa gegeben? Mhm. Was erzählst du denn da für einen Scheiß? Dass der Basti was rausgenommen hat, da hat er schon geschluckt gehabt, oder wie? Mhm. Keine weiteren Fragen. Danke dir, klasse, dass du so ehrlich alles gesagt hast. Bleibt als unter 16-Jähriger nach 60.1 StPO unbeeidigt. Setz dich gerade zu deinem Papa nach hinten, bitte. Noch irgendwelche Anträge? Erklärungen? Keine. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt. Wo ist Gericht, Frau Verteidigerin? Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist die Angeklagte selbstverständlich freizusprechen. Umso überraschter wird sicherlich der Familienrichter sein, der nämlich hier ganz deutlich erkennen wird, dass dieser Streit, den hier der Herr Weyrich auf dem Rücken des Kindes, des Kevin, auszutragen versucht hat, dieser Sorgerechtsstreit seinesgleichen sucht. Und ich glaube auch, dass der Sorgerechtsstreit, Frau Verteidigerin, recht schnell beendet sein wird und die Angeklagte eher das Sorgerecht behält. Jedenfalls hat die Angeklagte hier überhaupt nichts dafür gekonnt, dass dieses Rauschgift in die Wohnung gelangt hat. Herr Weyrich hat seinen kleinen Sohn dafür benutzt und die Angeklagte ist freizusprechen auf Kosten der Staatskasse. Danke, Herr Staatsanwalt, Frau Verteidigerin. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen und schließe mich den Ausführungen an. Danke. Dankeschön. Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Dass du Kevin in sowas hineinziehst, das ist das Allerletzte. Ich wünschte, ich hätte dich niemals kennengelernt. Ich unterbreche kurz bis zur Urteilsverkündung. Ich verkünde im Namen des Volkes folgendes Urteil. Die Angeklagte Angelika Weinrich wird freigesprochen. Die Kosten und notwendigen Auslagen trägt die Staatskasse. Nehmen Sie Platz. Die
Glaubwürdigkeit von Zeugen nimmt nicht unbedingt mit dem Alter zu und der Charakter schon gar nicht. Es ist wirklich ganz miese Tour, da die zwei Kinder mit in den Sorgerechtsstreit hineinzuziehen. Sie waren natürlich frei zu sprechen. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass sie im Besitz dieses Betäubungsmittels waren, dass sie davon Ahnung hatten. Auch kein Fahrlässigkeitsvorwurf. Sie konnten natürlich nicht wissen, dass in dem Küchenschrank so gefährliches Zeug gelagert wird. Deshalb selbstverständlich Freispruch, Berufung oder Revision innerhalb einer Woche. Aber es entspricht ja den Anträgen sowohl von Staatsanwalt als auch von Verteidigung. Herr Weinrich, Sie hatten da eine ganz klare Botschaft, ja? Eine klare Botschaft an das Familiengericht. Wer mit Drogen hantiert und Drogen irgendwo verwahrt, wo Kinder Gefahr laufen, sich daran zu schädigen, so jemand, der hat das Sorgerecht für zwei kleine Kinder nicht verdient. Das war Ihre Botschaft. Sie können sicher sein, die ist ganz, ganz sicher angekommen. Sitzung ist geschlossen.